Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Der Traktor mit dem Salz ist an der Salzfabrik angekommen. Das laden wir mal jetzt ab. Und dann habe ich die nächste Aufgabe für den auch schon, auch wenn er die Flächebereifung haben hat. Aber wenn er schon da in der Nähe ist, dann kann er gleich einmal neben umfahren zum Nachbar und Schweine zum Schlachter führen. So 3-4 Fuhren hätte ich mal gesagt. Das den Hänger, den stellen wir da noch ab. Schauen wir mal, wie viele Schweine wir überhaupt haben. So, den Hänger lasse ich da. Und wie viele Schweine haben wir? Steht nichts. Wurscht. Verschieben. Okay, bestätigen. Schweine 255. Ja, passt. Der kann dann 3 Fuhren eigentlich machen. Dann läuft das Schlachthaus auch wieder. Und dann schickt man um. Gut ist, dass wir bei den meisten schon eine Kurse haben. Einfach reinstellen, passt. So, dann mit dem bin ich da hergefahren. Dort wollte ich nämlich den Rest vom Milch holen. So, ich fahre da jetzt über die Wiesen drüber. Alle mit dem Kratzer Deputy gepackt habe. Von der letzten Folge zu der Folge, bis die überall angekommen sind, bin ich da unten auch runtergefahren, dass wir so weiterführen. Und dann wird das auch mal gemacht. Übrigens, wie viel Diesel ist denn da noch drin? Ja, reicht noch. Müsste reichen. Okay, der Lot weiter passt. Ich kann nämlich da weiter schauen. Der ist nämlich voll der Diesel. Ich würde aber gerne mit dem Schnitzel einmal zur PGA vorbeifahren, schauen, ob er ob dort jetzt das fertig ist oder nicht, aber ich glaube nicht. Wenn es fertig ist, könnte man dort wieder starten und auffüllen, aber sonst einmal zur Bretterfabrik fahren und die Hackschnitzel zu verladen und zur Bretterfabrik zu bringen. Bretterpaletten, Bretterpaletten. So. Das war's. Hilfetext. Okay. Braucht noch.
müssen wir mit dem Mörder zur Bretterfabrik. Palettenfabrik. Alter, das ist ein Wahnsinn halt. Und ist umplantert. So. Dann hätten wir eigentlich. Jetzt weiß ich, wo ich einen Diesel brauche. Das machen wir zuerst. Das ist wichtiger. So, du mein Freund, hast einen Diesel. Ist er da? Mach mal gleich. So. Und zwar, damit wir da nicht alle in die Quere kommen, kommen wir mit den raus und wir haben ja einen Kurs von der Bretterfabrik zu. Wir haben einen Kurs von der Palettenfabrik. Von der Bretterfabrik zur Palettenfabrik. So, passt. Bretter, Paletten. Einstellen. So, dann ist der nämlich auch unterwegs. Hätte keinen den anderen an scheiß BRV-Mal schicken können, aber soweit habe ich wieder mal nicht gedacht. An Radlader. Ah ne. So, da. Ja, dann genug Dieseler, dann kommt der drauf. Damit müsste der ja wieder laufen. Wir müssen schauen, ob der nicht eine Palette nochmal braucht. Das können wir zur Milchfabrik bringen. Baldra hat sein Ziel erreicht. Ja. Das ist doch gerade wichtiger.
schon eine große Kurve nachfahren. Ob auch über der Jahresansicht. Laden. Es läuft. Wenn ich hoffe, dass bis die nächsten Felder erntereif sind, alles so weit aufzufüllen, dass ich für zwei Tage Ruhe hätte, hingehen darf. Ja. Wohlgemerkt. Wäre super. Also mich. Bei 2000 Liter Milchpaletten haben wir ja schon 5%. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Das ist Diesel, das ist der, der. Warte mal, das ist wohl aber der Name da. Ein bisschen lassen, ein bisschen Fiere. Ich glaube kaum, dass es da funktioniert, dass ich da die Hauptschnitzleine haben kann. Und er macht daraus eine Paletten, aber ich probiere es wenigstens wieder, ob der nicht drüben aus der Hauptschnitzel eine Palette, eine Breite macht. Ist das auch schon vor Kurven? Sehr gut. So, nächsten Schweine. Das wäre mir recht. Dann kann ich das stehen lassen. Mit die habe ich auch gerade was überlegt gehabt. War schon wieder. Du darfst verkaufen. Mehr, oder?
Alter, hin und wieder habe ich absolut keinen Plan. Außer. Mal die Berge einfach da mal so her. Weil da haben wir einiges zum Wegräumen. Aber zuerst wollen wir noch schnell den Hackschnitzel zur Holzfabrik bringen. Mit dem Kursplay. Da haben wir, glaube ich, auch einen Kurs. Und zwar von der Bretter. Na. Von der Paletten zur Bretterfabrik. Hab's ja gewusst. So, da. Du bist noch nicht ganz voll, du bist aber voll. Okay, komm. Das können wir alles verkaufen auch. Wenn wir gerade da sind, was fällt mit dem? Der, glaube ich, produziert gerade nichts. Wahrscheinlich Himbeeren, Erdbeeren und Äpfel. Richtig. Das ist generell leer. Ein Makler mit. Das heißt, da werden wir ja schauen, dass wir ihn wieder auffüllen. Komm. So, dann schon mal vorher. Weil der kann ich nämlich gleich wieder weiterschicken, das ist es ja. Noch einmal zu den Schweinen. Zu den Schweinen. Schlacht der Schweine passt. Einstellen. So, dann ist irgendwie dann noch hingetragen und da. Ja, da. Na, geh, komm. Was ist mir los? Oder Rechtzeit, der Dreck ist nämlich da, wenn ich jetzt aussteige. Wir haben ein Holz 202.662. Das rechts ist schon ein Baumstumpf mehr geworden. Zweihunderteinunddreißigtausendeinhundertdreiundzwanzig. Geile Zahl. Sehr schön.
Hätte ich vorher gewusst, hätte ich damals die Hochschnitzel nicht verkauft, sondern kleine gehabt. Weil das erspart mir einiges an Holzarbeit. Sei es wie sei, stirbt die Kuh, bleibt sei. Aber liebe Leute, das war's dann schon wieder für heute. Wir schauen beim nächsten Mal weiter. Ich tue dann nur ein bisschen noch vorbereiten. Und zwar zum Beispiel schicke ich den auf zum Quere für den Kalk zum Holen, weil dort wird es wahrscheinlich gesund, falls wir noch ein Kalken müssen und so weiter und so fort. Und danke mir, seid ihr dann auch sicher. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.